NRW, wir grenzen direkt an Remagen, Arbeiter dran und sind eine extreme intensive Region, Obstbauregion bei uns, Äpfel, Birnen, Erdbeeren und so weiter. Genau das habe ich auch auf meinem Betrieb. Ich bin ein intensiver Obstbaubetrieb, 35 Hektar klein, Erdbeeren, Johannisbeeren, Stachelbeeren, Äpfel, Birnen, Ackerbau, ein paar Rinder noch und ein paar Pensionspferde. Und da in Bio, Biobetrieb, ja, da stehe ich auch zu. Funktioniert, solange wie der Absatz gut ist. Nur mal so zu meiner Person. Nach der Weihnachtsansprache von unserem Bundespräsidenten ist mir ein Wort hängen geblieben. Und zwar Zusammenhalt. Unser Bundespräsident hat in seiner Weihnachtsansprache für mehr Zusammenhalt in dieser unserer Gesellschaft geworben. Und diesen Zusammenhalt sehe ich hier vor mir, in euren Gesichtern. Hier ist der Zusammenhalt von uns Bauern. Wie der Bernhard schon eben gesagt hat, ich bin NSV-Vorsitzender fürs Rheinland, fürs Westfälisch-Lippische ist der Ansgar, der liegt leider gerade im Moment krank im Bett. Schöne Grüße Ansgar und gute Besserung von mir aus und von uns. Man fragt doch schon nach so einem Hänger. Ich bin Mitglied in diesem berühmten Dialognetzwerk Zukunft Landwirtschaft, was der Herr Özke mir ins Leben gerufen hat, was ja per Zoom wöchentlich tagt und versucht, sich der Zukunft der Landwirtschaft zu widmen. Ich bin CDU-Ratsmitglied bei uns, weil Ehrenamt und Engagement von der kleinsten Ebene an wichtig ist. Und das möchte ich auch jedem hier mit an die Hand geben. Engagiert euch vor Ort, dann habt ihr vor Ort auch die Möglichkeit mitzugestalten. Wer sich nicht engagiert, darf auch nachher nicht schmotzen, dass alles falsch ist. Also es geht um die Gemeindeordnung, Initiative Begehren Bescheid. So und das ist auch, soweit ich es weiß, in der Landesverfassung. Wichtig seid ihr. Ihr, die ihr hingekommen seid. Ihr, die den Unmut habt in euren Gesichtern. Leider sind natürlich überall viele Schirme wegen dem Wetter gerade aufgespannt und ich kann nicht in jedes Gesicht sehen. Aber die meisten Gesichter, wo ich reinschauen kann, ist sehr viel Verdrossenheit, Bitter und Ärger zu sehen. Das ist so. Und das auch zu Recht. Ganz recht habt ihr damit. Die Sparmaßnahmen zu der Streichung der Agrardieselvergütung und zur Steuerbefreiung von landwirtschaftlichen Fahrzeugen haben das Fass einfach nur zum Überlaufen gebracht, beziehungsweise, wie Bernd schon eben sagte, haben es gesprengt. Die letzten Jahre wurden wir immer weiter schikaniert und transaliert. Ob es die Düngeverordnung, rote Gebiete, die neue GAP mit ihren ganzen undurchsichtigen Gölz 1, 2, 3, 4, 18, 27,5 und so weiter oder die 4%ige Stilllegung war. Egal was, immer weiter sollten wir nur die bitteren Pillen aus Berlin bzw. Brüssel schlucken. Und jetzt der Agrardiesel und die Steuerbefreiung. Nein. Ich sage nein. Jetzt ist Schluss. Das Maß ist voll. Bis hierhin und nicht weiter. Keine Kompromisse. Zu viel ist zu viel. Feierabend. Schluss. Wir alle, wir demonstrieren. Und nochmal, wir demonstrieren, wir streiken nicht, weil wir einer Gewerkschaft angehören. Nein, wir demonstrieren für unser Recht. Wir demonstrieren nicht für weniger Arbeitszeit oder für mehr Lohn. Nein,
Wir streiken dafür, dass wir überhaupt noch weiter produzieren können und die Menschen mit guten, gesunden Lebensmitteln versorgen dürfen. Dafür streiken wir. Da muss man mal drüber nachdenken, wie perfide das eigentlich dürfen. Ist. Ich muss demonstrieren, um euch zu ernähren. Aber Bauernkampf. Freiner Habeck über ein Jahrtausend Bestand. Fragt man sich doch, wer lebt die in der Blase? Den wir Landwirte, die täglich ihre Arbeit auf dem Hof machen oder im Stall auf dem Feld. Oder unsere jetzige Regierung. Dann jetzt jemand dürfen. Nicht insolvent das nennt man Transformation. Wenn er nicht weiter produziert und keine Einnahmen hat. Also Industrialisierung von Verhalten der Landwirtschaft. Gelandet in Deutschland. Ein Kanzler, der alles vergisst. Wo? Von wem? Was? Welches Geld? Wo? Wofür? Aber ist doch sowieso egal. Wahrscheinlich haben wir das Glück und er vergisst noch, dass er Kanzler war. Eine Kanzlerpartei, die für die Arbeitnehmer da war und die Interessen der Arbeiter vertrat. Gerechte, ausreichende, gute Löhne und Renten. Gute Arbeitsbedingungen. Gute Arbeitszeiten. Er redet von Arbeiter. Hat er auch im Verhältnis zur Landwirtschaft. Steckt das auf Arbeit. Da geht er auf einen ganz schmalen Pfad der Neutralität. Arbeitnehmer, da? Landwirtschaft. Sondern die Partei ist nur noch für die nicht arbeitende Bevölkerung da. Gucken, wer die Neutralität der Landwirtschaft hochhält. Die Grünen. Ideologie pur. Auf keine realistische Frage eine Antwort, ob Habeck, Baerbock, Özdemir. Keiner von denen hat es bis heute geschafft, für andere Menschen Lebensmittel zu produzieren oder sonstiges. Versagen auf ganzer Linie. Also die Landwirtschaft wird nach dem, was er so sagt, hineingezogen im Verteilerkrieg. Verteilermentalität der Politik. Leute, hört euch das nicht auf, alles, was er da sagt? Neutralität der Landwirtschaft als eigener Sozialstaat. Der Bauern. Deutschland wurde zum reinen Sozialstaat gemacht, in dem sich Arbeit nicht mehr lohnt. Aber das ist falsch. Und es ist einfach falsch. Arbeit muss sich lohnen. Arbeit muss sich wieder lohnen. Der mit wenig Sachverstand. Wer mehr arbeitet und mehr erntet, muss auch mehr verdienen. Das ist auf der ganzen Welt so, außer in Deutschland. Es heißt immer, jede Tonne Weizen zählt. Warum lässt die Regierung uns nicht produzieren? Wir können es. Wir machen wie das redet, nennt wir man sind der Garant für 78 Jahre Frieden in Deutschland. Und diesen Frieden lassen wir uns auch von dieser jetzigen Regierung nicht kaputt machen. Im Protest der Landwirtschaft würde ich alles, was plakativ ist, abstoßen. Wir sind auch für die Streichung von klimaschädlichen Emissionsursachen. Ja, bin ich für. Das wollte ich jetzt streich insgesamt Mekosur, gesagt haben. Streich CETA, streich die Förderung von Radwegen in Peru, streich die Entwicklungshilfe für China und Indien. Streicht die Förderung all dieser unsinnigen Ausgaben aller Welt. Setzt die Steuergelder lieber für Fluthilfen mal ein. An der A zum Beispiel, ich habe eben gesagt, wo ich herkomme. Das ist direkt hinterm Berg wohnen wir. Ich habe 10 Minuten bis an die A. Ich war einen Tag nach der Flut direkt unten, habe Straßen freigeschoben. In jeder Straße war ich drin. Thank you.
fehlen nicht nur Radwege, es fehlt teilweise die komplette Infrastruktur. Und woran liegt es? An irgendwelchen Bürokratismus, an irgendwelchen Behörden oder einfach an Gelder, die nicht da sind, die wir lieber irgendwo... Unsere Steuergelder sollten erstmal für die Instandsetzung unserer eigenen Infrastruktur eingesetzt werden und nicht zuerst für die der restlichen Welt. Und auch nicht für die Diätenerhöhung und Erhöhung der Dienstwagenpauschale. Jeder gesunde Betrieb spart zuerst mal wo? Bei sich selber. Ja, jeder gesunde Betrieb, sagt der Betriebsleiter, dieses Jahr, Ferien, Urlaub, keine Zeit, ich muss sehen, ist kein Geld da, ja. Ohne Angestellte, wenn man einen Angestellten spart, läuft der Betrieb gar nicht mehr. Also an den Angestellten kann man nicht sparen und jeder gesunde Betrieb spart erstmal an sich. Warum spart unsere Regierung nicht zuerst mal an sich? Eigentlich scheinbar auf der Hand, aber keiner will sie so richtig sehen. Die einzige Möglichkeit, die ich im Moment sehe, der März. Ich bitte Sie, übernehmen Sie die Verantwortung für Deutschland und regieren Sie das Land aus dieser Katastrophe hinaus. Errichten Sie eine Brandmauer zu den Grünen und geben Sie uns Ihre Garantie, dass Sie keine Koalition mit den Grünen eingehen und ihnen gehören unsere Stimmen. Regieren Sie als Minderheitsregierung. Setzen Sie Minister ein, die von Ihrer Materie Ahnung haben. Und Albert Stegemann ist euch allen bekannt aus Niedersachsen. Würde ich als Landwirtschaftsminister vorschlagen. 1524 bedarf es damals einer deutschen Bauernkrieg, um wieder neu anzufangen. Die Zeiten wiederholen sich. Bauern, Handwerker, Metzger, Spediteure, Krankenschwestern, habe ich eben gehört, waren Frauen von Altenpfleger, meine Frau, Industriemechaniker, ihr alle. Ihr seid das Volk. Wir sind das Volk. Wir brauchen einen Neuanfang. Er ist und deswegen nicht so gebildet. Ich, steht auf. Ich spreche die auf weg. Die Situation der Hebammen an. Ja. Das Volk kommt aus den Händen der Hebammen. So sollte es sein. Wenn die wissen, was Naturkunde ist, wenn die in der Tradition der Wissenschaften in Deutschland stehen und verbunden ist zu deiner Forderung, sage ich gleich natürlich auch was. Also, erstmal schön, Sie alle, schön euch alle hier zu sehen. Und ich bin heute hier gemeinsam mit allen anderen, die heute hier Landwirte sind, und weil Hebammen. Es ernst ist, weil die Lage für so viele landwirtschaftliche Betriebe, forstwirtschaftliche Betriebe, fürs Handwerk, für den Transportunternehmen ernst ist. Und das Bauern bedarf nicht Neutralität. In 10 Jahresplänen, sondern in Generationen. Und sie haben das Recht auf Vertrauen und auf Planungssicherheit. Und übrigens haben Bauern genauso wie jede andere Branche in Deutschland Recht auf Eigentum und Schutz vor Enteignung, auch vor Schutz vor Enteignung durch die Hintertür. Und ich kann verstehen, wie viel Existenz es gibt. In der Landwirtschaft, in der Agrarwirtschaft gehen Betriebe kaputt. Die Hälfte der landwirtschaftlichen Betriebe hat seit 1750 Jahren bestehen. Und jetzt geht's darum, ich erinnere an die Demonstration in Bonn. Und was sieht man in der Öffentlichkeit, in den Medien, übrigens auch in sozialen Medien? Die Bauern sind die Sündenböcke für so vieles, sogenannte Klimakiller, Wasservergifter und Insektentöter.
Und dabei sind Sie, Ihre Familien, hier in Südwestfalen und in ganz Deutschland, die dafür sorgen, dass unser tägliches Brot kommt. Und man sollte Bauern nicht beschimpfen, sondern jeden Tag Danke sagen, dass es die Landwirtschaft in Deutschland noch gibt. Und ich finde es spannend, wenn diejenigen, die Entscheidungen treffen, dann am Ende dafür sorgen, dass die Produktion nicht besser wird, sondern Produktion sich nur ins Ausland verlagert und im wahrsten Sinne des Wortes am Ende kein Schwein sich dafür interessiert, wie im Ausland produziert wird und dann die Waren nach Deutschland gebracht werden, aber unsere heimischen Betriebe sind tot. Die Bauern, die Landwirtschaft, die braucht keinen staatlichen Vormund, sondern Planungssicherheit. Und das, was heute passiert, ist doch das Ausdruck, du hast es gerade gesagt, das Maß ist voll. Und ich will das hier sagen, weil ich jetzt gefragt wurde als CDU-Generalsekretär in Nordrhein-Westfalen, Bundestagsabgeordneter. Das Maß ist doch nicht nur, weil Fehlentscheidungen getroffen wurden. Ich weiß doch, wie viel an Fehlentscheidungen wir getroffen haben, auch an Regierungen, an denen die CDU beteiligt war und das so viele Menschen enttäuscht hat. Und deswegen sage ich euch heute, der Volkmar Klein, der als heimisch direkt gewählte Abgeordnete, Benedikt Bühnenwender, jetzt Kamil, andere, wir haben aus den Fehlern gelernt, auch an den Regierungen. Ja, ich will nur was sagen. Leute, das Maß ist voll und ich sage das auch an dieser Stelle und ich gebe euch mein Wort, es muss Schluss sein mit einer Politik, die die Landwirtschaft immer mehr belastet. Wir brauchen ein Moratorium dafür, dass es keine neuen Belastungen für die Landwirtschaft gibt in unserem Land, liebe Freunde. Das ist das, was jetzt notwendig ist. Und ich will mal sagen, ich habe Respekt.